Was passiert in den Köpfen und Körpern von Jugendlichen, wenn sie sich stundenlang auf digitale Bilder, Texte und Icons fokussieren? Wissenschaftler warnen vor Konzentrationsproblemen, Sprech-, Schreib- und Leseschwächen. Denn für die jugendliche Psyche ist es enorm wichtig, sich analog zu betätigen. Die Handballakademie Bayern hat deshalb die Initiative Zeit ohne Netz ins Leben gerufen. Zeit ohne Netz heißt natürlich nicht komplett die ganze Zeit ohne Netz, also ohne digitale Medien, sondern Zeit ohne Netz soll heißen, dass wir auch Pausen brauchen. Ja? Dass wir Pausen, dass wir Abstand gewinnen, dass wir andere Sachen machen, dass wir uns bewegen, wo wir nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen, was ja auch nicht zuträglich für die Gesundheit ist der Kinder. Ja? Die Fettleibigkeit rührt zu großen Teilen auch daher. Und das hören wir halt von vielen Eltern, dass die wirklich Probleme haben, die Kinder überhaupt rauszubringen. Ja? Und das ist eine wichtige Aufgabe. Das ist momentan eins der wichtigsten Themen in unserer Gesellschaft, denke ich mal. Andreas Walter ist Initiator von Zeit ohne Netz und Vorsitzender der Handballakademie Bayern. Auch er selbst hat lange Zeit in höheren Ligen Handball gespielt. Beim Nachwuchs bemerkt er, dass die jungen Handballspieler oft nicht mehr so richtig bei der Sache sind. Und das haben wir dann auch wieder gefunden bei uns in der Handballakademie im Training, weil statt Trinkpause war Handypause angesagt. Und nach der Handypause waren die Kinder 10 Minuten einfach nicht wieder ins Training mit einzugliedern. Der Sport bietet eine gute Plattform, um raus aus der virtuellen und rein in die analoge, reale Welt zu kommen. Man bekommt ein Gefühl für den Körper, für Emotionen, hat Vorbilder und trifft Freunde. Mit Bewegung kriegst du sie weg, kannst sie sich begeistern. Aber das ist nicht unser einziges, sondern wir wollen sie natürlich auch mit Musik, musizieren, tanzen, Bücher lesen auch wieder, malen, kreativ sein, einfach analoge Sachen machen. Ja? So eine Balance zu finden zwischen den digitalen und den analogen Geschichten. Und das ist halt ganz wichtig, denke ich mal, um auch bei den Kindern so gewisse Fähigkeiten, die wir uns erlernen, über analoge Tätigkeiten weiter beizubehalten. Ja, ob das jetzt Schreiben ist, ja, ob das Malen ist, wo ja wirklich dadurch die Gehirnwindungen, also die Verbindungen im Gehirn verbessert werden oder sich entstehen erst. Zeit ohne Netz will aber auch über den Handball, den Sport hinauswirken. Die Initiative arbeitet mit verschiedenen Kooperationspartnern aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. Wir arbeiten mit der Uni Ulm zusammen, mit Professor Dr. Christian Montag, der da auch federführend ist in dieser Geschichte. Und mit dem machen wir gerade eine Studie bezüglich Handynutzung. In Südkorea zum Beispiel sind fast 90% der bis 22-jährigen Studenten haben komplett Probleme mit den Augen schon. Ja? Weil die halt nur mit den Handys arbeiten, sitzen, sich unterhalten. Und das versuchen wir einfach den Leuten jetzt zu vermitteln, was an wissenschaftlichen Ergebnissen, Untersuchungen schon jetzt da ist. Das Internet ist Teil unserer Lebenswelt. Kinder und Jugendliche bewegen sich in dieser Welt wie selbstverständlich. Mehr als 9 Stunden täglich nutzen Jugendliche laut der Uni Ulm heutzutage digitale Medien. Gerade Schule, Kindergärten auch schon, sollte man diese Handynutzung bzw. die Nutzung der digitalen Medien den Kindern die Gefahren aufzeigen und ihnen auch Wege zeigen, wie sie sie positiv nutzen können. Wir wollen Multiplikatoren erreichen, das sind Lehrer, das sind Kindergärtnerinnen, das sind Trainer von Vereinsmannschaften, Sportmannschaften und so weiter. Und aber auch die Kinder und die Jugendlichen. Und da muss man ihnen Werkzeuge an die Hand geben, wie sie das lösen können. Zeit ohne Netz will digitale Medien nicht verteufeln. Zeit ohne Netz will mehr Freude, Kreativität und Farbe in das Leben der Heranwachsenden bringen.